Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3, kommentiert von eurem Kanten Huku. Es geht hier weiter auf Menai. Was haben Sie? Wie Ihre Begleitung schon sagte, ist die Nachfolge eigentlich ganz einfach. Aber im Moment herrscht Chaos in der Hierarchie. Viele sind tot oder werden vermisst. Ich brauche irgendjemanden, der mir die turianischen Ressourcen zur Verfügung stellen kann. Ich arbeite daran, Shepard. Wir werden den Primarchen für Sie finden. Garrus! Vakarian, Sir. Ich habe Sie nicht eintreffen sehen. Rührend, General. Freut mich, Sie wiederzusehen. Ich dachte, Sie wären auf Palavan. Wenn wir diesen Mond verlieren, ist auch Palavan verloren. Ich bin so etwas wie unser größter Experte, was Reaper angeht, und deshalb als Berater tätig. James, das ist Garrus Vakarian. Er hat mir geholfen, die Kollektoren aufzuhalten. Er ist ein verdammt guter Soldat. Lieutenant, schön, Sie zu sehen, Liara. Schön, dass Sie in einem Stück sind. General Corinthus hat mich informiert. Wir wissen, wen wir suchen. Das Palavan-Oberkommando sagt, dass der nächste Primarch General Adrian Victus ist. Victus? Den Namen hatte ich schon mal vorliegen. Kennen Sie ihn? Ich habe heute Morgen an seiner Seite gekämpft. Schon ewig beim Militär. Ergebnisorientiert, beliebt bei den Truppen. Beim Oberkommando weniger. Er hat den Ruf, vorgegebene Strategien sehr großzügig auszulegen. Wie meinen Sie das? Sein Trupp hat während der Aufstände auf Tatris zur selben Zeit wie die turianischen Separatisten einen salarianischen Spionagering entdeckt. Statt den Ring zu neutralisieren, hat er sich zurückgezogen und wertvolle Befestigungsanlagen aufgegeben, die von Rebellen erobert wurden. Dann haben die Rebellen die Salarianer angegriffen und als beide Seiten sich gegenseitig fast aufgerieben hatten, rückte Victus vor und verlor keinen einzigen Mann. Eine mutige Strategie, aber unkonventionelles Verhalten bringt einen in der Hierarchie nicht nach oben. Primarch Victus, das dürfte interessant werden. Kann er der Aufgabe gerecht werden? Wir wissen beide, dass man mit konventioneller Strategie gegen die Reaper untergeht. Er könnte im Moment genau der Richtige sein und ich vertraue ihm. Okay, bringen wir ihn ins Shuttle und dann weg von hier. Commander! Shepard, bitte kommen! Kann das nicht warten, Joker, wir sind hier mitten in einem Kriegsgebiet. Wir haben ein Problem auf der Normandy, Commander. Sieht aus, als wäre sie besessen. Schaltet Systeme ab, fährt Waffen hoch. Ich finde die Ursache nicht. Ich brauche die Normandy auf Abruf. Kann sein, dass wir schnell weg müssen. Soll ich zurück und mir die Sache mal ansehen? Dann los. Garrus, Sie waren doch heute Morgen mit Victus zusammen. Ja, aber wir wurden getrennt. Er wollte eine gefährdete Flanke unterstützen. Er könnte überall da draußen sein. Wir versuchen gerade, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Heuschrecke nähert sich, mit Ziel Flugfeld! General, sagen Sie Primarch Victus, wir treffen uns hier. Und bis dahin kümmern wir uns um alles, was das Ding abgeworfen hat. Kommen Sie, Garrus? Ist das ein Witz? Bin direkt hinter Ihnen. Oh ja, wir haben Garrus wieder im Team. Ah ja. Auf das habe ich mich ebenfalls gefreut. James, sind Sie das, der da so schwer atmet? Die Atmosphäre ist lediglich etwas dünner als gewohnt. Schön, schön. Komm, erst aufpassen. Was für ein Mist hier. Sie haben recht. Die sehen so aus. Oh, hallo Hass, was geht denn? Coole Sache hier. Der Avenger macht mir einfach zu wenig Schaden, ehrlich gesagt. Wir können die Reifen mal testen. Aber man sieht hier einfach nichts. Garrus ist down. Was sucht er auch dort vorne? So.
und rein da. Schon besser. Garrus und Dingens, James, bitte hier rein. Ihr seht, unglaublich praktisch. Magazin-Upgrade, coole Sache. Wir können bereits zurück, allerdings empfehle ich das jetzt nicht, denn wir haben noch die Möglichkeit, hier draußen eventuell Upgrades zu finden und das möchte ich nicht auslassen. Immer das Zeug hier untersuchen. Es ist nur von Vorteil. Auch wenn man manchmal extra Strecken rumrennt, aber besser als das Zeug zu verpassen, auf jeden Fall. Da drüben könnte noch was sein. Yep, und ich hatte recht. Vorräte 2500 Credits. Also, ihr seht, es lohnt sich extrem, das Zeug hier auch ordentlich zu untersuchen. Okay, zurück ins Lager. Shepard, bitte kommen. Ich höre. Ich versuche immer noch den Primarchen zu erreichen, aber wir haben Ärger hier an der Hauptbarrikade. Oh. Wenn die Reaper da durchkommen, sind wir erledigt. Schon unterwegs. Los geht's. Ab ans Geschütz hier. Okay, R1 um zu feuern. Okay. Oh yeah. Das hier geht krass ab. Geilo. Okay, weiter geht's. Wer ist der Nächste? Den erreichen wir nicht. Sie sind über uns. Achtung, da kommt noch eine Welle. Das ist ja keine Falle. Was? Keine Rechtslage, Mensch. Welle ist Falle. Der ist jetzt irgendwie selbst ausgestiegen, egal. Sie sind über uns! Ist doch egal. Die kriegen wir down. Was zum Teufel ist das denn? Ach du Kacke! Wo ist das Vieh hin? Ach du Kacke! Nein! Wie wär's mit wegrennen, bitte? Garrus, bitte helfen! Granate! Down. Commander Shepard, hier ist General Corinthus. Was Neues über den Primarchen? Ich kriege immer noch keinen stabilen Comlink. Okay, ich gehe zu Fuß. Shepard Ende. Garrus, bringen Sie mich zu Victus letzter Position. Okay, ab zu Victus. Haben wir noch Muni rumliegen hier? Oh, Stufenaufstieg, cool, den mache ich gleich. Wenn uns Garrus hier nicht ständig abhauen würde. Wow, wir haben 8 Punkte. Ich denke, ich verbessere noch ein wenig die Tech-Panzerung, oder? Die Fitness. Ich meine, holy. Den Bonus möchte ich mir nicht entgehen lassen und zwei weitere Punkte hier, naja,
können wir nirgends wirklich brauchen. Aber der Gesundheitsbonus hier haut schon rein. Brandmuni für James, wieso eigentlich nicht? Schadet sicher nicht. Und Garrus, holy, der hat hier noch Punkte wie sonst nichts. Deswegen ist er vorhin so schnell abgekratzt, kein Wunder. So. So. Dann hier noch was. Kraftschaden der gesamten Gruppe oder mehr Präzision. Boah, aber 60% Präzisionsgewehrschaden zusätzlich. Ist nice. Überlastung. Oder Betäubungsschuss. Betäubungsschuss ist natürlich auch krass. Schaden und Kraft oder mehr Reichweite. Naja, okay. Überlastung möchte ich bei ihm noch etwas ausbauen. Und panzerbrechende Muni. Dann passt das soweit. Wir folgen ihm. Und zwar so schnell wie möglich. Wie weit? Dürfte schnell gehen, wenn wir keinen Ärger kriegen. Dann hoffen wir es mal. Verdammt! Sehen Sie sich Palamon an. Das orangefarbene Inferno, das Große. Dort wurde ich geboren. Das ist hart. Haben Sie noch Familie dort? Mein Vater. Eine Schwester. Wie schlimm ist es? 3 Millionen Tote am ersten Tag. 5 am zweiten. Wie hält sich Ihr Militär? Sehen Sie sich um. Machen Sie sich selbst eine Vorstellung. Sie liefern Ihnen einen guten Kampf. Noch. Aber wie lange dauert es, bis man zum Kämpfen keine Kraft mehr hat? Hätten Sie doch nur auf Ihre Warnungen vor den Reapern gehört. Wir hätten bereit sein können. Vielleicht. Schwer vorzustellen, wie man sich auf sowas vorbereiten soll. Oh, Hass. Übel, und zwar von vorne bis hinten. Ist eine üble Geschichte. Das kotzt mich an. Aber Sie sind hier, um Victus zu bitten, dass er genau das tut. Er soll den Kampf verlassen und es sich in einem Konferenzraum gemütlich machen. Dieses Gipfeltreffen ist unsere einzige Chance. Niemand von uns besiegt die Reaper allein. Soldat, alles in Ordnung? Jawohl, Sir, wir schaffen das schon. Haben Sie General Victus gesehen? Vor einer halben Stunde, er war Richtung Süden unterwegs. Okay, viel Glück. Jawohl, Sir. Okay, wir haben noch ein Datapad. Dort vorne müssen wir durch. Haben wir noch sonst was da hinten? Nö. Wie viele Soldaten waren das bei dem Absturz? 50? 75? Ich bin nicht sicher. Könnte hinkommen. Es tut weh, wenn man ein schönes Schiff so untergehen sieht. Von der manchen... Das war knapper, als mir lieb ist. Absolut. Keine Überlebenden. Verdammt. Bei so einem Absturz ist das keine Überraschung. Unschön. Aber wir müssen weiter. Und zwar schnell. Also, Commander. Glauben Sie wirklich, dieser Gipfel bringt etwas? Ich meine, Asari. Salarianer. Was ist mit Kroganern und Batarianern? Wo bleibt die Kavallerie? So einfach ist das nicht. Die Batarianer haben bei der Ankunft der Reaper einen gewaltigen Schlag erlitten. Okay, die kommen irgendwie nicht nach. Hallo? Stimmt. Die Turianer haben sie sterilisiert. Die Salarianer hatten die Idee dazu. Und deshalb passen die Kroganer jetzt beide. Sie werden sich uns also nicht anschließen. Schade eigentlich. Ich habe mal mit einem Kroganer gekämpft. Das sind wirklich knallharte Kerle. Ja, ich bereits mehrere Male in den letzten beiden Teilen. Die Typen wären eine extrem gute Unterstützung, aber Kroganer zu überzeugen, das, meine Freunde, wird enorm schwer.
Denn solange sie mit der Genophage infiziert sind, werden sie uns wohl kaum helfen. Ist so meine Befürchtung. Das klingt übel! Okay, Beeilung! Go, go! Kein Reaper nimmt mir den Primarchen weg! Direkt hinter ihm! Mistiger Reaper! Ihr kriegt, was ihr verdient. In die Anlage vorrücken! Go, go, go! Schon unterwegs! Achtung! Los geht's! Direkt hinter ihm! Wo, wo, wo? Irgendwo dort vorne. Oh, solch ein Mistvieh. Okay, aber das geht langsam down. Vorrücken. Die liegen hier etwas dämlich. Wenn man ihn zielen kann, ist die easy. Die Überlastung sehr gut gegen die Marodeure. Wir haben eine richtig fette Waffe, aber ich warte hier auf genau diesen Freund dort. Oh yeah! Sieht übel aus. Die Jungs hatten einen brutalen Kampf. Aber es wird umschlagen. Immer nachsetzen! Bringen mir diese verdammten Mistkerle in die Kühe! Kamerasteuerung hier manchmal. Echt unschön. Spam den mal eine Runde zu. Weg da, ihr Mistviecher. Wir rücken vor. Hallo Leute. Da unten sind sie, ja. General Victus. Ja. Ich bin Commander Shepard von der Normandy. Ach, Commander. Ich weiß, wer Sie sind. Ich bin neugierig zu erfahren, was Sie hierher führt. Vakarian, wo sind Sie hin? Schwere Reaper-Einheit auf der rechten Flanke. Sie sagten, schaffen Sie meinen Männern das Ding vom Hals. Sehr verbunden. Man braucht Sie woanders, General. Ich bring Sie weg. Es muss schon sehr wichtig sein, damit ich meine Männer und meine turianischen Brüder und Schwestern mitten im Kampf verlasse. Hidorian ist tot. Sie sind der neue Primarch. Sie müssen umgehend einem Gipfeltreffen vorsitzen und ihr Volk im Kampf gegen die Reaper vertreten. Ich bin Primarch von Pelerin? Und verhandle für die turianische Hierarchie? Ja. Ich war mein ganzes Leben beim Militär. Ich bin kein Diplomat. Ich hasse Diplomaten. Sie wollen nicht qualifiziert sein? Ich halte nicht viel von Vorschriften.
und ich stoße andere gern vor den Kopf. Meine Familie ist seit dem Vereinigungskrieg beim Militär. Krieg ist mein Leben. Ich habe ihn im Blut. Aber diese Art Leidenschaft lässt einen rücksichtslos erscheinen. Auch wenn man's gar nicht ist. Der Krieg ist ihr Geschäft. In Zeiten wie diesen brauchen wir Anführer, die diese Hölle kennen. Das gefällt mir. Sie haben recht. All diese Spezies zu vereinen, erfordert ebenso viel Kraft wie der Kampf gegen die Reaper selbst. Sehen Sie diese Zerstörung, Primarch? Auf der Erde war es doppelt so schlimm. Ich brauche ein Bündnis. Ich brauche die Turianische Flotte. Ich muss mich von meinen Männern verabschieden. Ohne ihn hier unten werden wir wahrscheinlich den Mond verlieren. Ohne ihn da oben werden wir wahrscheinlich alles verlieren. Unfassbar. Und da wollen die meine Meinung, wie man das beendet? Als C-Sicherheit-Officer und als Milizsoldat versagt. Und ich bin Ihr Berater? Glauben Sie, Sie können das gewinnen, Shepard? Wetten Sie drauf, Garrus. Ich bin sicher, dass es niemand sonst schafft. Egal um welchen Preis, ich bin dabei. Willkommen an Bord. Sind Sie bereit, Primarch Victus? Eins noch. Commander, ich verstehe, dass Sie unsere Flotten brauchen. Aber das geht nicht, solange meine Heimat brennt. Aber wäre Pelevan nicht mehr unter Druck? Das ist ziemlich viel verlangt. Wir brauchen die Kroganer. Ein Sieg ohne sie ist unmöglich. Wenn sie uns helfen, dann helfen wir auch ihnen. Kroganer. Ich glaube, Ihr Gipfeltreffen ist gerade deutlich interessanter geworden. Oh ja. Was habe ich gesagt? Es wird schwierig, die Kroganer zu überzeugen. Na, Halleluja. Das kann ja toll werden. Aber wir werden ja unser Bestes geben, um die Lage zu verbessern. Aber wir haben ja immer noch Asari und Salarianer, die genauso bockstur sind. Verzeihen Sie meine Offenheit, aber Ihr Plan wird scheitern, Commander. Wir wissen das. Wir haben es schon erlebt. Aber werte Ratsherrin, lassen Sie mich... Nicht nur ich sehe das so. Die salarianische Dalatras ist außer sich. Einige dieser Konflikte sind uralt. Höchste Zeit, damit abzuschließen. Mag sein, dennoch vergeuden sie mit diesem Gipfel ihre Zeit. Und davon haben wir zu wenig, um damit auch unsere zu vergeuden. Wir müssen uns auf die Ankunft der Reaper konzentrieren. Darum kommen die Asari nicht zu ihrem Gipfel. Unser Bündnis wäre stärker mit den Kroganern. Sie brauchen sie, wie wir alle. Viel Glück, Commander. Und leben Sie wohl. Commander, Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Na schön. Wollen wir kurz mit Hackett reden? Commander, haben Sie den Primarchen zu Ihrem Gipfel gebracht? Ja, Sir. Aber die Asari wollen nicht daran teilnehmen. Das werden Sie bereuen. Jetzt wäre Einigkeit wichtig. Immerhin werden die Salarianer kommen. Das klingt nicht sehr optimistisch. Wir holen auch die Kroganer dazu. Verstehe. Dann haben Sie ja alle Hände voll zu tun, Commander. Gibt es noch etwas, worüber Sie sprechen möchten? Wissen Sie schon, wie die Reaper die Erde angegriffen haben? Das war gar nicht so kompliziert. Sie sind durch die Portale und haben Arcturus überfallen, bevor wir überhaupt wussten, was los war. Von dort war es nur ein kleiner Sprung ins Zollsystem. Die Erde hatte keine Chance. Uns zu den Mars-Archiven zu schicken, war genau richtig. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Reaper uns an die Wand genagelt haben. Ich habe die gesamte zweite Flotte für den Rückzug der dritten und fünften geopfert. Verdammt, das war die vernichtendste militärische Niederlage der Menschheitsgeschichte. Wie können wir diesen Krieg gewinnen, Admiral? Indem Sie die Speerspitze bilden. Sehr freundlich, aber die Normandy ist nur ein Schiff. Und ein schnelles. Sie können ein Ziel angreifen und wieder weg sein, bevor der Feind reagiert. Das ist ein Vorteil, aber gewinnt man damit den Krieg? Es geht dabei um das Grundprinzip. Mit einem Frontalangriff werden wir die Reaper niemals besiegen, Shepard.
Die Schlacht gegen die Sovereign vor 3 Jahren hat uns alles gekostet. Und das war nur ein Reaper. Ich hab's nicht vergessen. Ich muss ihre Schwächen finden und angreifen. Und gleichzeitig ihre Stärken meiden. Und wenn ich Lücken in der Panzerung finde, gehe ich mit allen Soldaten, Schiffen und Kugeln darauf los. Wie lange halten wir das durch? Solange es dauert. Die Realität ist, dass ich lediglich die Entwicklung für sie verzögere. Ich verschaffe uns Zeit, damit wir im Spiel bleiben. Und sie beschaffen, was wir für das Proteaner-Gerät brauchen. Bleiben Sie dran. Was Neues über Cerberus? Sie sind immer noch ein Fragezeichen. Die Aktion auf dem Mars legt nahe, dass sie dasselbe Ziel haben wie wir. Einen Weg, die Reaper aufzuhalten. Der Unbekannte schien anders als Saren nicht zu wollen, dass wir sie nur beschwichtigen. Man sollte meinen, wir stünden mehr denn je auf derselben Seite. Cerberus hat sich noch nie an unsere Regeln gehalten. Ich kenne ihren Plan nicht. Aber mit den besten Interessen der Menschheit hat er nichts zu tun. Der Unbekannte sprach von Kontrolle über die Reaper. Er schien das für den Weg zum Sieg zu halten. Er irrt sich. Tote Reaper sind der Weg zum Sieg. Er könnte es trotzdem versuchen. Ich habe Ihren Bericht über den Cerberus-Soldaten auf dem Mars gelesen. Wenn der Unbekannte eines gut kann, dann die Wissenschaft pervertieren. Aber es hat sich noch nie ausgezahlt und das wird so bleiben. Hat Ihre Analyse des Proteaner-Geräts irgendetwas ergeben? Liara scheint recht zu haben. Es ist eine Waffe. Eine riesengroße. Sonst wissen wir noch gar nichts. Nur, dass es eine Riesenaufgabe ist, das Ding zu bauen. Halten Sie es nicht für riskant, etwas zu bauen, ohne zu wissen, was es überhaupt macht? Ganz ehrlich, das Ding jagt mir eine Höllenangst ein. Aber die Reaper lassen uns keine Wahl. Vor 200 Jahren hatten Wissenschaftler im Zweiten Weltkrieg dasselbe Problem. Sie wussten nicht, was die Atombombe anrichtet. Manche dachten, die Erdatmosphäre würde in Flammen aufgehen, machten es aber trotzdem. Das ist alles, Sir. Informieren Sie mich. Hackett Ende. Yay. Na, okay. Auf jeden Fall, das war wieder mal eine Folge Let's Play Mass Effect 3 kommentiert von eurem Kant Muku. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.